super Wahljahr 2021. Stehen mehrere Landtagswahlen an, vor allem im September die Bundestagswahl. Und heute auf dem 12. Bundesparteitag der AfD beschließen die Mitglieder gerade das Wahlprogramm eben für diese Bundestagswahl. Höcke, Sie sind Landesvorsitzender in Thüringen. Was denken Sie, welches Thema wird diesen Wahlkampf bestimmen? Das bestimmende Thema wird nach wie vor Corona sein. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar und sehr glücklich, dass wir heute als Bundesparteitag eine Resolution verabschiedet haben, die uns ein Alleinstellungsmerkmal im Politikfeld Corona verleiht. Die etablierten Parteien sind in eine politische Sackgasse hineingelaufen. Diese Sackgasse sollten wir nicht betreten als AfD. Wir bleiben Alternative und haben eine Position im Politikfeld Corona, die des gesunden Menschenverstandes von Maß und Mitte ist. Und darauf können wir stolz sein. Das haben wir heute unter Beweis gestellt. Sie haben gerade die Corona-Resolution so selbst angesprochen. Vielleicht können Sie so ein bisschen konkreter machen. Was fordert die AfD? Es gibt eine Kernbotschaft, die lautet: Die Inzidenzpolitik, die Inzidenzwertpolitik, die 99,9% der Menschen ihrer Freiheitsrechte beraubt, ohne dass sie Überträger des Virus sind und ohne dass das Gesundheitssystem überlastet ist, ist klar verfassungswidrig. Ja, diese Politik ist völlig irrational. Man muss sie wirklich als Corona-Extremismus bezeichnen, um diesen Sachverhalt richtig zu greifen. Die Politik hat sich völlig verrannt. Und wie gesagt, unsere Position ist naturwissenschaftlich begründet, ist eine Position, die sich klar gegen Hysterie stellt und die auch deutlich formuliert, Corona ist eine Krankheit, ist eine Krankheit, die kann für Risikogruppen auch gefährlich sein, aber Corona ist nicht die Pest und nicht die Cholera. Nun fragen sich ja auch viele Mitglieder oder auch viele Wähler da draußen, wie denn unter Corona-Bedingungen der Wahlkampf überhaupt möglich sein wird. Was ist da Ihre Meinung, wie wird der Wahlkampf sein und wie kann die AfD auch vielleicht selber eigene Akzente setzen in dem Wahlkampf? Man muss tatsächlich als Oppositionskraft größte Sorgen haben, was die Möglichkeiten, die überhaupt noch da sind, im Wahlkampf angeht. Wir haben das ja schon in Rheinland-Pfalz gesehen, wir haben es in Baden-Württemberg gesehen. Also ich kann mich noch gut an die Landtagswahlen 2019 in Thüringen erinnern. Ja, wir haben Familienfeste gemacht, es waren hunderte, manchmal tausende Menschen auf dem Platz, wo wir gefeiert haben. Alles das ist unter Corona-Bedingungen nicht mehr möglich. Das ist auch das Entstehen eines Gemeinschaftsgefühls, von Begeisterung, die der Redner weckt. Und dass die Menschen dann auch nach Hause tragen, von dem sie zu Hause erzählen, ist alles nicht möglich. Und gerade wir als geschmähte und bekämpfte Opposition, die bei den Medien selten gut wegkommt, die sind ja darauf angewiesen, andere Formate anzubieten und die Menschen für unsere Botschaften zu gewinnen. Also uns werden schon ganz schön große Knüppel in dieser Corona-Zeit zwischen die Beine geworfen. Nun ist das ja, wie Sie auch gerade gesagt haben, keine leichte Situation. Gibt es da vielleicht andere Möglichkeiten im Wahlkampf, trotz der Ignoranz der Medien, dazu den Bürgern durchzudringen? Oder wie würden Sie das dann machen? Nee, wir müssen alle Register ziehen. Ja? Wir machen das ja schon als AfD im Bundestag, in den Landesparlamenten. Wir engagieren uns in den Parlamenten mit deutlichen Reden, die Klartext transportieren. Wir sagen auch Ja zu den Bürgerbewegungen, die gegen die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen stark sind und immer stärker werden. Denen gilt unsere Solidarität. Wir ziehen vor die Gerichte. In Thüringen haben wir gerade einen Prozess vor dem Verfassungsgericht und hoffen, dass wir weitere Corona-Verordnungen kippen können. Ja, und jetzt haben wir in Thüringen beispielsweise auch einen Volksentscheid angedacht, zumindest jetzt mal schon mal vordiskutiert. Zu welchem Thema genau? Zum Thema Corona. Ja, wir schmieden also ein juristisches Stemmeisen oder einen juristischen Hebel, mit dem praktisch dem Land oder der Landesregierung vorgegeben wird, was geht und was nicht geht über die Bundesebene. Wir haben die große Sorge, dass die Landeshoheit ausgehebelt wird. Die Tendenz geht ja leider in die Richtung. Jetzt haben wir in den letzten Tagen in den Medien auch vernommen von der beabsichtigten Änderung, Verschärfung des Pandemiegesetzes. Das ist ein Angriff auf den Föderalismus. Das ist ein Angriff auf die Bundesländer, die qua Grundgesetz Staatsqualitäten haben. Und da müssen wir mit allen Mitteln gegengehen, also auch Volksentscheide initiieren, um die Menschen zu mobilisieren und wachzurütteln. Vielleicht zum Abschluss auch eine persönliche Frage, die mich interessiert. Nehmen wir mal, ich bin jetzt normaler Bürger und ich würde Sie fragen mit einem Satz, warum soll ich AfD wählen im September 2021? Was wäre Ihre Antwort? Aus Liebe zu Deutschland. Herr Höcke, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch ein interessantes Wochenende. Vielen Dank, Herr Dünsen.